könnte Calvin Phillips demnächst schon zum FC Bayern wechseln? Und führt Neymar gerade schon Gespräche über eine mögliche Rückkehr nach Europa? Das und vieles, vieles mehr jetzt hier nur bei uns in diesem Video. Wir starten das Video mit einer Meldung aus England. In der Causa Trevo Chalupa herrscht beim FC Bayern offenbar keine Einigkeit. Während der Trainer Thomas Tuchel auf eine Verpflichtung des Innenverteidigers pocht, legt die Boss-Etage ein Veto ein. Die Defensivabteilung des FC Bayern München ist auf Kante genäht. Als sich alle drei etmaßigen Innenverteidiger zuletzt mit Blessuren herumplagten, herrschte an derselbener Straße in den vergangenen Wochen besonders in der Abwehrzentrale Personalnot. In der Folge wollen die Bayern in der Winterpause auf den Transfermarkt zuschlagen. Ein potenzieller Kandidat, der bereits in der vergangenen Transferperiode ein Thema war, ist Trevo Chalupa. Allerdings haben die FC Bayern-Verantwortlichen mit Blick auf eine Verpflichtung des 20-Jährigen des FC Chelsea anscheinend unterschiedliche Ansichten. Wie aus dem Bild-Podcast Bayern Insider hervorgeht, pocht Trainer Thomas Tuchel weiterhin auf eine Verpflichtung des dreifachen U21-Nationalspielers. Dabei hatten die Bayern-Bosse einen Transfer im Sommer bewusst einen Riegel vorgeschoben. Deshalb sei es unwahrscheinlich, dass der Rekordmeister in der Angelegenheit nochmal tätig wird. Stattdessen befinden sich Pierre Kalulu vom AC Mailand und Eric Dier von Tottenham Hotspur auf der Liste des deutschen Rekordmeisters. Laut der Bild könnte das Duo in den kommenden Wochen stärker in den Fokus rücken. Bei City kommt Phillips nur selten zum Zug. Für den Traum von der EM könnte ein Wechsel im Winter ein Thema werden. Newcastle United hat offenbar Interesse an Mittelfeldspieler Calvin Phillips von Manchester City. Wie die Sun berichtet, wollen sich die Magpies im Januar um eine Verpflichtung von Phillips, der auch beim FC Bayern als Neuzugang gehandelt wird, bemühen. Newcastles Werben um Phillips könnte umso intensiver werden, sollte ein Neuzugang Sandro Tonali gesperrt werden. Der Italiener hatte zuletzt zugegeben, während seiner Zeit beim AC Milan illegale Wetten zu platzieren. Ihm droht sogar eine lange Sperre. Phillips, dessen Vertrag in Manchester noch bis 2028 läuft, steht bei Newcastle nun wohl als möglicher Ersatz für Tonali auf den Zettel. Allerdings schreibt Bisan, dass City-Trainer Pep Guardiola erst abwarten möchte, ob Newcastle in der Saison eine ernsthafte Rivale um den Meistertitel ist. Er einen seiner Spieler dorthin ziehen lässt. Grundsätzlich soll der Coach offen für einen Abschied von Phillips sein. Neben Newcastle wurde zuletzt vor allem der FC Bayern München mit Phillips in Verbindung gebracht. Der deutsche Rekordmeister sucht dem geplatzten Falfinger-Transfer am Deadline Day bekanntlich weiter nach einem neuen Mann im Mittelfeldzentrum. Phillips kam in der laufenden Saison erst auf 5 meist kurzen Einsätzen. Lediglich im Ligapokal gegen Newcastle Ende September stand er erstmals in der Startelf. Fatis Zukunft bei Barca ist ungewiss. Die Leihe nach Brighton lief bisher noch nicht sonderlich gut. Wird Saudi-Arabien nun ein Thema? Saudi-Arabien plant offenbar die Verpflichtung eines nächsten großen Namens. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, gibt es aus der Saudi Pro League Interesse an den Offensivspieler Ansu Fati, der aktuell vom FC Barcelona an Brighton in Hove Albion verliehen ist. Demnach wurde auch Saudi-Arabien bereits bei Fatis Umfeld im Berater Jorge Mendes hinterlegt, dass man eine Verpflichtung des 20-Jährigen im kommenden Sommer nachdenke. Um welche Clubs außer Saudi Pro League es sich dabei konkret handeln könnte, wird in dem Bericht nicht erläutert. Fati sei offen für die Möglichkeit, dort einen lukrativen Vertrag zu unterschreiben. Während der Spieler selbst die Saudi Pro League aber aktuell noch als Alternative für einen deutlichen späteren Zeitpunkt der Karriere sehe. Real Madrid würde offenbar nicht jeden Preis für Alphonso Davies bezahlen, obwohl der Kanadier wohl der absolute Wunschspieler ist. Dass Real Madrid Alphonso Davies gut findet, ist mittlerweile kein großes Geheimnis mehr. Nun berichtet auch die Sportbild davon. Demnach soll Davies der absolute Wunschspieler von Reals Kaderboss Juni Calafat sein. Calafat ist die rechte Hand von Reals Präsident Florentino Perez und hat dem Bericht zufolge bereits engen Kontakt zu Davies Berater Nick Huse aufgenommen. Obwohl die Königlichen Davies wohl unbedingt haben wollen, würden sie für den Linksverteidiger aber nicht jeden Preis bezahlen. Die Schmerzgrenze liegt laut der Sportbild bei 50 Millionen Euro. Real hoffe aber auf eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro. Davies hat beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025. Verlängert er bis nächsten Sommer nicht, würde der 22-jährige Kanadier zum Spielzeit 2024-2025, also in sein letztes Vertragsjahr in München gehen. Neymar zog es im Sommer nach Saudi-Arabien. Ursprünglich wollte er aber wieder für Barca spielen. Neymar wollte in diesem Sommer zum FC Barcelona zurückkehren. Sportdirektor Deco verriet dies und bestätigte auch Gespräche wegen eines möglichen Transfers des brasilianischen Nationalspielers. Wegen finanzieller Gründe seien diese allerdings nicht konkret geworden. Was wurde gesagt? Deco schilderte bei Longs, es gab Gespräche mit seinem Berater. Die Wahrheit ist aber, dass die Situation niemals so konkret besprochen wurde.
dass es darum ging, wie es hätte über die Bühne gebracht werden können. Wir haben diese Probleme mit Financial Fairplay und sie geben die Richtung vor. Weiter führte der ehemalige Nationalspieler Portugals aus: Wir wissen, dass Neymar ein sehr hohes Gehalt bekommt. Er hatte Angebote aus Saudi-Arabien. Es war sehr schwierig, ihn unter diesen Gegebenheiten zu bekommen. Er ist ein toller Spieler und hätte bei uns reingepasst, aber abgesehen davon, dass er den Wunsch hatte, nach Barcelona zurückkehren, bestand die Möglichkeit nicht wirklich. Neymar verließ PSG in diesem Sommer vorzeitig. Laut eines frühen Medienberichts versuchte er vergeblich beim europäischen Spitzenverein unterzukommen, ehe er zu Al-Hilal wechselte. Der Club aus der Saudi Pro League zahlte 90 Millionen Euro Ablöse an den französischen Meister. Neymars Gehalt soll bei 100 Millionen Euro liegen. Nach ihren jeweils bitteren Abgängen beim FC Barcelona sieht es so aus, als würden die beiden Südamerikaner bald wieder zusammenspielen. Noch in diesem Sommer schien Luis Suarez kurz vor seinem Karriereende zu stehen. Aufgrund einer Arthrose im linken Knie hatte der Stürmer ständige Schmerzen. Luis Suarez stößt an seine Grenzen, beklagte Gremio-Präsident Alberto Guerra. Um spielen zu können, bekommt er fast täglich Injektionen und spezielle Behandlungen. Doch obwohl der Uruguayer im Januar 2024 stolze 37 Jahre alt wird, wird er die Schuhe nicht an den Nagel hängen. Er wird seine Karriere in den MLS bei Inter Miami fortsetzen. Das ist der Lionel Messi-Effekt. Während die Aussicht, dass Suarez das neueste Mitglied der Barcelona All-Stars im DRV-PNK-Stadion werden könnte, im Juli für das Aufsehen im amerikanischen Fußball sorgte, zeigte sich Gremio wenig beeindruckt von den wundersamen Genesungen des Angreifers. Suarez ist jetzt ein Problem, das in den Hängen des Präsidenten liegt, sagte Trainer Renato Gaucho damals. Sie tauschen Ideen aus. Als Trainer muss ich mich darauf konzentrieren, die Mannschaft zu führen. Es erinnert mich an die mexikanische Seifenoper, die allmählich enden sollte. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, ist jedoch gering. Die Suarez-Show, die in den letzten 15 Jahren für scheinbar nicht enden wollendes Drama sorgte, könnte nun an der Seite seines berühmten Freundes Messi ein würdiges Finale finden. Suarez und Messi spielten 6 Jahre lang an der Seite des FC Barcelonas und gewannen gemeinsam 13 Trophäen. Doch die Art und Weise, wie ihr Zeit im Camp Nou zu Ende ging, passte nicht dazu. Suarez war eines der Opfer von Barcelonas Katastrophensaison 2019-2020. Die erste titellose Saison des Vereins seit 12 Jahren. Trainer Ronald Koeman hat im Uruguay nun wenige Tage nach seiner Vorstellung als neuer Trainer den Blaugranern mitgeteilt, dass er keine Zukunft mehr im Verein habe. So, und jetzt seid ihr mal wieder gefragt, könnt ihr euch einen Wechsel von Neymar zurück nach Europa vorstellen? Und könntet ihr euch Chalobah sowohl auch Calvin Phillips beim FC Bayern noch vorstellen? Oder denkt ihr, dass die beiden Deals nicht zustande kommen werden? Schreibt eure Meinung doch gerne mal wieder in die Kommentare, wir werden jede eure Kommentare lesen. Abonniere jetzt noch komplett kostenfrei diesen Kanal hier, um keine weiteren Videos rund um Fußballtransfers und so weiter nicht zu verpassen. Außerdem like noch dieses Video, falls dir das gefallen hat, und schreib deine Meinung insgesamt nochmal dazu in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Jetzt werden noch meine letzten Videos eingeblendet, die kannst du dir auch nochmal anschauen. Die sind echt sehr spannend geworden und würde ich je nochmal empfehlen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen und ciao ciao.